Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Yo! Und nochmal. Ab nach Potsdam, echt? Ja, Propellerflieger! Propellerflieger. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen, weil also Training und Spiel ist dann auch wieder was anderes. Also, wenn es so lernen ausschaut. Ja. Direkt nach dem Spiel, Leute. 2:1, mega geil. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Dienstag. Für mich geht es jetzt auf zum Campus. Wir haben jetzt noch Abschlusstraining und fliegen dann nach Berlin, weil wir morgen gegen Potsdam spielen. Ist echt ein besonderes Spiel für mich. Ich freue mich mega, die Mädels wiederzusehen. War ja doch mein Verein für 4 Jahre und ich glaube, das ist immer was Besonderes, wenn man dann da zurückkommt und in dem Stadion wieder spielt. Das erste Mal. Ja, wir haben am Wochenende ja verloren, von dem her ist es jetzt, glaube ich, auch wichtig, dass wir wieder ein bisschen in die Siegesspur zurückkommen. Und ich glaube, wir sind alle super motiviert. Von dem her ab zum Campus. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sitze hier gerade im Auto und mache mich jetzt auf den Weg zum Fußballplatz. Kurzes Update nochmal zu mir. Ich befinde mich jetzt ungefähr in der 7. Woche meines Muskelbündelrisses in der Wade und es sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. Ich war gestern das erste Mal auf dem Fußballplatz, hatte ein bisschen Individualtraining und ja, es hat sich mega gut angefühlt, einfach mal wieder den Ball am Fuß zu haben, wenn du einfach jeden Tag nur im Kraftraum bist. Habe auch ein paar 100%ige Sprints gemacht, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus und ich hoffe, dass ich wirklich ab nächster Woche dann so langsam wieder ins Mannschaftstraining komme. Denn stehen jetzt die englischen Wochen an. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. So, ich bin gerade vom Training rein. Und ja, ich habe ein paar Bilder bestellt. Da, die alle. Und ich wollte meine Wand mal ein bisschen schmücken damit. Beziehungsweise ich wollte hier mal hier oben was hinmachen. Das dann weg. Und ich habe so ein paar Bilder an der Wand. Zum Beispiel das hier. Das wollte ich vielleicht umhängen, damit ich da andere Bilder hinhängen kann. Und einfach meine Wohnung ein bisschen fertig machen, weil irgendwie sieht das alles so ein bisschen leer aus. Deswegen mal gucken. Und ansonsten entspanne ich mich gleich einfach nur, gehe vielleicht mal in die Reboots. Und ja, morgen geht es dann auch schon wieder weiter mit Training und am Wochenende ist ja schon wieder Spiel. Also ja, ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen, weil also Training und Spiel ist dann auch wieder was anderes, weil ich mag zum Beispiel Spielen viel lieber. Und ja, also ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und zu spielen. Es ist jetzt gleich 9 Uhr. Ich habe jetzt gleich Physio und danach gehe ich dann ins Gym. Und mal schauen, wen ich dort dann so treffe. Gemma! Also ich darf vorstellen, Tanja Pawolek. Tanja, was kannst du über dich sagen? Sie ist Kapitänin bei uns, ja. Ja, ich bin jetzt 22 Jahre jung. Ich habe einen riesen und einen tollen Bizeps. Süß. Jetzt waren wir gerade im Fitnessstudio. Du pumpen. Ihr habt ja gerade schon die Tanja Pawolek kennengelernt. Hier Bizeps und Trizeps. Und wir zwei gehen jetzt auf einen Kaffee. Danach haben wir wieder Training am Platz. Wir gehen jetzt zu unserem. Ist das dein Lieblingscafé? Nein, ah, das ist das andere. Ah, ja, das hat erst um 12 Uhr auf. Also wir gehen jetzt gleich zum Café gegenüber. Ist ganz cool, da ist immer ganz viel los. Ich sag's euch. Da drüben, ist es, ja. Ab nach Potsdam. City, bist du bereit? Ja, Propellerflieger. Propellerflieger, warte. Ich kann losgehen. Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum zweiten Training. Da ist der Platz. Und mal schauen, wie ich jetzt dann so antreffe. Vielleicht stelle ich euch den einen oder anderen Trainer vor. Einer hat sich schon besonders aufgedrängt, der will unbedingt ins Video und ich glaube, ich tue ihm den Gefallen. Wolfsburg, wir kommen und warten auf euch in Köln. Ja. Das ist unser nächster Trainer, der macht was Sinnvolles. Wir sprechen meistens Englisch, weil die Euro ist ja in einem Jahr und I need to improve my English.
right, Kai? Yes, of course. So, what are we doing today? You can speak German now. Yes, I can. Yeah. Okay, wir machen viel Sprinttraining heute. Sprünge und Sprints. Ihr okay. seht, ich bin bestens vorbereitet. Ja, hast du alle Bänder mit? Sonst bist du wieder ein bisschen on fire. Ja, passt, okay. Ich freue mich drauf. Oh, das ist so eine Fummelarbeit, Leute. Und ich habe echt so 8 Bilder. Und jetzt muss ich bei allen erstmal diesen Bilderrahmen aufmachen, die Bilder rein. Oh. Okay, ich dachte, ich hätte schon irgendwas falsch gemacht, aber... So. Erstes Bild drin. Jawohl. Nur noch 7. Unser Essen ist jetzt da. Wir haben ein Bowl wieder mal, wie beim letzten Mal. Mhm. Und ja, wir machen jetzt immer so viel. Ich werde noch ein bisschen dehnen und die Esme lernen. Genau. Und... Genau. Ja, also wenn so Lernen ausschaut. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind gut in Potsdam angekommen. Es war echt ein bisschen ein komisches Gefühl, so durch die Stadt fahren, wo man die ganzen Orte so kennt. Doch 4 Jahre hier gewesen, von dem her ist es echt schön, wieder hier zu sein. Heute ist schon Spieltag. Das Wetter ist hervorragend. Es ist echt so Frühlingswetter. Und ja, für uns steht jetzt noch ein Plan, frühstücken, danach aktivieren. Also da gehen wir eine Runde spazieren und machen dann so ein paar Aktivierungsübungen gemeinsam. Dann haben wir noch Besprechung, Matchmeal und dann ab zum Spiel. Ich freue mich schon, die Mädels zu sehen von Potsdam und hoffentlich auf ein geiles Spiel und hoffentlich 3 Punkte für uns, dass wir wieder in die Spur kommen nach der Niederlage. Aber ich habe jetzt ein sehr gutes Gefühl und ja, der Tag kann losgehen. Ich bin bereit und ich freue mich. Es war gestern dann schon echt spät, als wir nach Hause gekommen sind. Darum melde ich mich erst am Tag danach bei euch. Wir konnten das Spiel 3-2 gewinnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste aktuell für uns. Wir wollten unbedingt diese 3 Punkte. Ich glaube, wir hatten gute Phasen im Spiel, aber auch ein paar hektische wieder drin. Abhaken, Hauptsache 3 Punkte. Nochmal rückblickend, so, es war einfach echt super schön, ein paar Mädels von Potsdam zu sehen, auch nach dem Spiel mit denen zu reden. Ich war doch 4 Jahre dort und es ist doch immer was ganz Besonderes, wenn man da zurückkommt. Das ist doch das Schöne am Fußball, man macht irgendwie Freundschaften fürs Leben. Aber wie gesagt, jetzt gilt dann der volle Fokus auf Chelsea und ja, ich glaube, es gibt nichts Cooleres, als in einem Champions League Halbfinale zu stehen. Und von dem her bin ich schon echt gespannt. Wir werden jetzt morgen früh noch einen Corona-Test haben. Da nehme ich euch mal mit. Und dann haben wir frei. Samstag ist schon Abschlusstraining und Sonntag geht's los. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Hallo und guten Morgen. Heute ist Matchday minus 2. Wir spielen am Wochenende gegen Freiburg und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Physio. Ich gehe zum Henning, so heißt er. Da gehe ich alle 10 bis 14 Tage hin, lasse mich einmal durchchecken und schaue, dass alles gut ist, dass ich auch nicht schief stehe vom Becken her. Und ja, dahin gehe ich jetzt. Das ist meine Lüge. Das bin ich. Und der Henning ist mal wieder zu spät. Ja, bei der Muskelverletzung weiß man halt nie, vor allem bei einem Bindelriss, wie lange es dauert. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg zum Platz und ich nehme euch natürlich wieder mit. Hi Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt endlich zu Hause. Ich habe euch ja heute am Vormittag gesagt, dass heute Matchday minus 2 ist. Das heißt, wir hatten heute auch Corona-Test und einmal Training. Zurzeit ist es so, dass wir immer 2-mal die Woche testen. Immer am Montag und dann immer 2 Tage vorm Spiel. Also wenn wir Sonntag spielen, dann immer freitags. Sonst zum Training oder zum Spiel am Wochenende. Wir spielen ja gegen Freiburg, wir spielen auswärts und deshalb fahren wir morgen dann schon los. Wir haben morgen Abschlusstraining noch und danach geht es dann mit dem Bus so 3 Stunden nach Freiburg. Zum Training heute. Am Freitag machen wir nicht mehr so viel. Wir trainieren meistens so Stunde 10, Stunde 20. Machen noch einen taktischen Teil und heute haben wir auch noch Abschlüsse gemacht und Flanken.
habe ich schon gesagt, dass ich ihn einpacken muss? Keine Ahnung. Jedenfalls, falls ihr es noch nicht wisst, sie muss ihn einpacken. Und morgen geht es dann eben Richtung Freiburg. So, ich bin jetzt beim Corona-Test. Da hinten findet es immer statt. Wir werden in der Regel zweimal die Woche getestet. Und heute ist aber eine UEFA-Testung, weil wir ja Champions League haben übermorgen. Sieht vielleicht wilder aus, als es tatsächlich ist. Es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist nicht schlimm. Corona-Test. Auf geht's. Ja. Rechts bitte. München, wunderschön, München. Café-Date. Carrie ist bei mir. Sind gerade im Englischen Garten. Das ist so einer unserer kleinen Spazierrunden. Wetter ist auch super. Ich glaube, perfekter Ort zum Kraft tanken. Oder Carrie, was sagst du? Perfekt, schöner freier Tag. Gehst gern mit mir spazieren, gell? Immer. Immer, immer. Ja, uns fehlt nur der Hund. Aber ich hoffe, dass sie die Carrie irgendwann mal einen Hund zulegt. Dann haben wir wenigstens Gesellschaft beim Spazierengehen. So, unsere Tour geht weiter, hier am fließenden Wasser. Was hast du da gefunden? Ja. Na lieb. Das ist ganz cool hier, weil da gibt es so eine Surferwelle. Ich selbst habe es noch nie probiert, ich werde es auch nie probieren. Aber es sieht immer echt richtig cool aus. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein neues Hobby suche, aber ich glaube eher nicht. Schaut euch das mal an. Vom Bus. Wir haben so in 20 Minuten Abfahrt. Das ist unser Bus. Schaut mal. Das ist ganz cool. Ich zeige euch jetzt einmal den Bus von innen. Mal schauen, wenn ich so dort treffe. Das ist die Genie. Genie, winke mal. Das ist mein Platz. Hier seht ihr. Wassermelone, Wassermelone und die beste Huber Buber. Ist, schaut der Bus so aus, da vorne haben wir eine Kaffeemaschine. Jetzt zur Zeit ist es so, dass die Auflagen wieder ein bisschen strenger sind. Das heißt, wir dürfen auch nicht im Bus essen. Wir müssen den ganzen Bus oder die ganze Fahrt nach Freiburg müssen wir die Maske aufbehalten. Und wenn wir essen wollen, dann bleiben wir als Mannschaft halt stehen, essen draußen, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. Hey Leute, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Wir haben schon gegessen und waren ein bisschen spazieren und ich habe jetzt einen Physio. Wir haben wieder Doppelzimmer, aber von den Auflagen her ist es ziemlich streng, weil wir nur zu fünft essen dürfen. Also wir haben immer so Timeslots, das heißt, ich war um 18.30 Uhr dran mit dem Abendessen und die andere Gruppe war dann um 19.15 Uhr. Wir haben zwar keinen Programmpunkt mehr, aber ich werde dann noch ein bisschen dehnen, vielleicht gehe ich noch mal spazieren. Und dann bereite ich mich eh schon aufs Spiel vor. Spiel ist morgen um 14 Uhr, das heißt, ich sehe euch dann morgen. So, es ist soweit, heute ist Spieltag. Champions League Halbfinale gegen Chelsea. Ich glaube, man muss gar nicht so viel dazu sagen. Im Halbfinale von Champions League sind 4 Top-Vereine in Europa und es macht mich schon sehr stolz, dass wir da mit dabei sind. Und ich freue mich einfach mega aufs Spiel. Ich glaube, dass Chelsea einfach eine unglaublich gute Mannschaft hat mit tollen Einzelspielerinnen, aber wir auch. Von dem her, es wird hoffentlich spannend, hoffentlich ein gutes Spiel und ich freue mich schon sehr. Guten Morgen, ich melde mich aus Freiburg. Wir haben gerade vorher Frühstück gehabt. Jetzt sind wir eine Runde spazieren gewesen. Meistens machen wir das geschlossen als Mannschaft. Und danach haben wir dann Besprechung gehabt. Und jetzt haben wir ungefähr noch so eine Stunde Zeit, bis es endlich losgeht. Und um 12 haben wir dann Abfahrt. Wir fahren ungefähr so, ich denke so 10, 15 Minuten zum Spiel. Und ja, wir sind gut vorbereitet. Drückt uns die Daumen. Ich hoffe, es wird ein gutes Spiel. Laura spielt gerade, Frankfurt-Freiburg. Da ist sie. Gut, Lauri. Jui, tunst dir. Bam. Schade.
direkt nach dem Spiel, Leute. 2:1, mega geil. Ah, es war so anstrengend, ich sag's euch, aber erster Step geschafft. Ich glaube, Chelsea ist einfach ein unglaublich gutes Team. Wir waren einfach mannschaftlich echt stark heute, haben super verteidigt und gehen mit einem 2:1 ins Rückspiel. Bin stolz auf die Mannschaft und freue mich schon auf nächste Woche, auf den nächsten Kampf. Ja, jetzt erstmal erholen, weil nächste Woche wird es mindestens genauso schwer. Hello, hello! Wir sind wieder zurück aus Freiburg. Wir haben 3:0 gewonnen, richtig cool. Erste Halbzeit haben wir super gespielt, zweite Halbzeit war dann nicht mehr so gut. Aber in der ersten Halbzeit haben wir keine Tore gemacht und in der zweiten Halbzeit haben wir dann noch 3 Buden gemacht. Ich habe auch ein Tor geschossen, richtig cool, habe mich voll gefreut. Wir haben dann während der Busfahrt haben wir der Sarah zugeschaut, Champions League Halbfinale, Chelsea gegen Bayern. Voll cool, die Sarah hat 2:1 gewonnen, Daumen waren gedrückt und was ich auch gehört habe, ist, dass We Play Strong auf Instagram was richtig, richtig Cooles geplant hat fürs Finale. Wenn ich ihr wärt, dann würde ich mal deren Instagram-Account abchecken und mal schauen, was so alles passiert. Ich freue mich einfach auf nächste Woche, auf tolle Aufgaben, auf spannende Aufgaben. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr irgendwas wissen wollt, falls ihr irgendwas Spezielles sehen wollt aus unserem Leben, einfach unten kommentieren, das Video liken, uns folgen und abonnieren. Und ich freue mich schon, dass ich euch nächste Woche ein bisschen mitnehmen kann. Macht's gut, ihr Lieben, und wir sehen uns. Tschüss!